Akkus werden heute präsentiert. Wie gefallen sie euch denn? Ja, sie sehen ganz gut aus. Also, wie gesagt, das Grün ist halt vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, das Blau sieht sehr gut aus, was sie toll haben. Das Rote ist halt typisch Union und ja, das Grause hat man letztes Jahr schon gehabt und ja, das ist schon okay. Es ist ja egal, wie wir auf dem Platz eigentlich aussehen und wichtig ist, dass wir Erfolg auf dem Platz haben und da zusammenhalten alle und da richtig Gas geben und ja, hier sieht man wenigstens die grünen Flecke nicht, die Grasflecken. Wie verlief denn die Vorbereitung bis heute, bis jetzt? Bis jetzt sehr anstrengend und sehr quälend, muss man sagen. Also in Oberhof, die Treppen waren schon sehr anstrengend gewesen und man musste schon den inneren Schweinhund überwinden. Aber es gehört dazu, wir wissen ja, dass es für was Gutes und ja, da mussten halt alle durch und wir haben es alle geschafft, ohne dass sich jemand verletzt hat oder sonstiges. Das ist das Wichtigste. Jetzt haben wir noch mal eine Woche Urlaub, und zwar mit dem Trainingsplan, aber am Montag treffen wir uns und dann geht es richtig los auch mit dem Ball, was natürlich das Schönste für uns Fußballer ist. Und ja, ich denke, dann haben wir noch 4 Wochen Zeit, wo wir hart arbeiten werden und dass wir dann topfit sind, dass wir in Aachen die möglichen 3 Punkte holen können. Die ersten Spiele sind ja jetzt festgelegt, also zumindest vom Zeitplan. Ende September kommt der neu gebackene Lokalrivale, wenn man so will, der Hertha. Wird das ein besonderes Spiel? Ja, na sicherlich. Also, wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde. Gegen Hertha das erste Pflichtspiel überhaupt, glaube ich. Von den Geschichten von den beiden Mannschaften und wir sind natürlich alle heiß, ist ja ganz normal. Es ist ein riesen Derby für ganz Berlin. Ich denke, das Rückspiel wird sicherlich auch ausverkauft sein und wir könnten bestimmt auch 100.000 Karten verkaufen für das Spiel, denke ich. Und ja, da freut sich natürlich jeder Fußballer drauf, dass der wird die alte Försterei beben und brennen. Und ja, Markus Babbel hat ja gesagt, die marschieren durch und ja, werden wir mal sehen, wie es am 4. Spieltag laufen wird. Was hoffst du dir für die Saison? Selber durchmarschieren? Nein, ach, wir wollen so schnell wie möglich einen Klassenhalt machen, denke ich. Und vielleicht ein paar 10-12 Punkte vielleicht mehr wie letztes Jahr. Und ja, und dann mal gucken, halt, vielleicht mal ein bisschen Glück. Man muss halt gucken, wie man richtig ist, wie wir aus der Startlöcher kommen. Wenn wir ähnlich aus der Startlöcher kommen wie letztes Jahr, wäre es natürlich super. Dann hat man einen Lauf und genug Punkte schon mal. Aber man hat doch gesehen in der Rückrunde, dass es halt auch andersrum laufen kann. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich die Punkte holen, die 40, die man braucht für die Klasse. Und dann kann man ja immer noch was anderes sein. Dankeschön. Okay, bitte.